Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat und zu diesem kurzen Video. Ich will euch hier was Cooles zeigen. Wir alle warten ja auf den Dark Mode, der dann hier in iOS mit iOS 13 hoffentlich endlich ausgerollt wird, dass die OLED-Screens hier ordentlich mal Strom sparen können und dass wir auch eine andere Optik haben. Und einige Apps haben ja schon quasi einen Dark Mode, wie zum Beispiel hier die YouTube-App. Da kann man den ja aktivieren in den Einstellungen. Und nun gibt es auch einen kleinen Trick, wo man den Dark Mode im Facebook Messenger, also in der Facebook Messenger App, dann aktivieren kann. Und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Es ist super einfach. Ihr müsst einfach nur in einer Konversation das Mond-Emoji senden. Ich suche mir das hier mal flott raus. Da haben wir es, das ganz normale Mond-Emoji. Und dann schicke ich das jetzt einmal weg. Und voilà, wir bekommen, ja, du hast gefunden Nachtmodus, also du hast den Nachtmodus gefunden. Gott, ich verlerne schon die deutsche Sprache. In den Einstellungen ausprobieren. Dann machen wir das doch mal. Einstellungen, Nachtmodus, boom, da ist er schon. Sieht doch echt cool aus. Also mir gefällt es ehrlich gesagt im Nachtmodus auf Anhieb sofort besser. Schaut mal, wie cool das aussieht. Supergeil. Also, so könnt ihr das ganz leicht aktivieren. Einfach nur das Mond-Emoji einmal in der Konversation abfeuern und schon habt ihr hier den coolen Nachtmodus. Ach, also ich finde es super. Sieht echt klasse aus. Also Leute, probiert es einfach aus, schickt den Mond und schaltet den Nachtmodus frei und dann bei iOS 13 bekommen wir so eine coole schwarz-dunkle Optik hoffentlich hier überall in iOS. Aber bis dahin soll es das gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.